Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer, liebe Kursleiterin, lieber Kursleiter. Sie haben sich also bereits auf der VHS Cloud registriert. Möglicherweise finden Sie die Lernplattform zu Beginn ein bisschen unübersichtlich. Deswegen möchte ich Ihnen gerne den Aufbau der VHS Cloud kurz erläutern und die wichtigsten Ebenen zeigen. Wenn Sie die VHS Cloud in Ihrem Browser oder über Google aufgerufen haben, landen Sie zuerst im Infobereich. Um nun in die Cloud zu kommen, klicken Sie rechts oben auf zur Cloud. Nun müssen Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort eingeben. Wenn Sie das bereits getan haben, landen Sie zuerst auf Ihrem Schreibtisch. Das sehen Sie hier links oben in der Zeile, je nachdem, welcher Reiter ausgewählt ist. Ihr Schreibtisch ist Ihre ganz persönliche Arbeitsfläche. Das heißt, darauf haben nur Sie persönlich Zugriff, ausgenommen das Profil. Das können nämlich alle einsehen, die auch auf der VHS Cloud registriert sind. Im Profil können Sie zum Beispiel Angaben zu Ihrer Person machen. Das heißt zum Beispiel, wo Sie arbeiten. Sie können auch Ihr Adressbuch verwalten und andere Personen kontaktieren, die auch auf der VHS Cloud bereits registriert sind. Vor allem aber finden Sie hier links unten die Option, einem Kurs beizutreten oder einer Gruppe beizutreten. Das zeige ich Ihnen aber in einem anderen Video. Die zweite wichtige Ebene finden Sie hier rechts oben, und zwar unter Meine Gruppen und meine Kurse. Diese Option sehen Sie aber nur, wenn Sie bereits in Gruppen oder Kursen eingeschrieben sind. Um nun in einen Kurs zu gehen oder in eine Gruppe zu gehen, wählen Sie diese einfach aus, indem Sie diese hier anwählen. Wo Sie sich befinden, sehen Sie wieder hier oben in der Leiste und hier, nämlich in dieser Gruppe.